dass das was Besonderes ist, aber dass man einfach diesen Glauben an sich hat, dass man diesen Glauben an unsere Idee hat, dass man den Glauben daran hat, auch so eine Mannschaft zu schlagen, eine Mannschaft zu fordern, dass man hundertprozentig in die Zweikämpfe geht. Und dann ist es natürlich auch so, dass man am oberen Limit spielen müssen, um gegen so eine Mannschaft eine Chance zu haben. Öncelikle takımımın kuvvetine, inancına inanıyorum. Beraberliğine, sahada komple bir ekip olacağına inanıyorum. %100 herkes kendi limitini zirveye aşması lazım ki Fenerbahçe'yi zorlayalım. Ve takımım ilk dakikadan itibaren bu olayı yakaladığı zaman üst düzey oynayacağımızı düşünüyorum. Deswegen kann ich da nicht eine große Auskunft geben. Wir haben eine klare Überzeugung, dass wir das können. Wir haben eine klare Überzeugung, dass wir einen guten Plan haben. Aber im Detail kann ich da nicht sagen, wie wir uns da präsentieren wollen. Eins ist klar, dass wir nicht nur verteidigen können. Wir müssen mutig spielen. Wir müssen versuchen, auch Fußball zu spielen, was in vielen Situationen auch möglich sein wird. Und unsere Chance auch suchen, auch einmal nach vorne zu spielen. Und das ist auch unsere Art, Fußball zu spielen. Wir wollen nicht nur verteidigen. Kendi planımı bugün burada sergileyemem. Yoksa Fenerbahçe her şeyi bilir. Ortada açık olan çok iyi analiz ettik. Aklımızda bir plan var, fikir var. Sadece defans yapmayacağız. Biz futbol oynamak ve atak da yapmak istiyoruz. Silahlarımızı kullanacağız. Gegen Slovacko dabei. Wir haben auch die Videos gesichtet. Ich habe aus meiner Zeit als Chefscout in Köln und auch meiner Zeit als Co-Trainer in Deutschland sehr, sehr viele Kontakte, auch in die Türkei. Wir haben natürlich versucht, alle Kanäle irgendwo anzuzapfen. Direkt mit unserem ehemaligen Austria-Spieler gab es jetzt keinen Kontakt. Aber ich glaube, es gibt ein klares Muster, wie Fenerbahce spielen will. An uns wird es jetzt liegen, ihnen das Spiel so schwer wie möglich zu machen und unsere Idee umzusetzen. Aber ich glaube, dass ganz klar ist, wie Fenerbahce hier auftreten wird. Evet, çok çok fazlasıyla Fenerbahçe'yi inceledik, detaylara baktık. Slovaçka maçında kendim sahadaydım. Video asistanlığıyla video işleriyle çalıştık, detaylara incelemeye başladık. Kendi zamanımdan Köln'de yardımcı antrenörüyken, Almanya'dan yardımcı antrenörüyken Türkiye'de çok fazla kontaklarım vardı scoutlarla. Bu kanalların hepsini kullandık. Herkesle irtibat halindeydik. Kendimizi en iyi şekilde maça hazırladık. Oyuncu Tarkan Serbest'le bireysel bir görüşmemiz olmadı. Fenerbahçe'nin maça nasıl çıkacağı, nasıl oynayacağı, Jorge Jesus'un oyun stilinin belli olduğunu herkes biliyor. Fenerbahçe'nin saldırgan, atak bir futbol oynayacağını bildiğimiz için kendi planımızda bu yönde hazırladık. Auch in diesem Spiel wieder aus, aber es ist klar, dass es natürlich ein Thema ist und ganz besonders im Auswärtsspiel dann wird, dass dort fantastische Stimmung ist, dass die fanatische Fans haben, dass man da kaum was hören wird. Das ist absolut Thema. Das ist eine Geschichte, die man natürlich besprechen muss. Evet, son bir senedir Austria evinde müthiş bir kenetlenme var. Taraftarımıza çok güveniyorum. Yarınki maçın bizim için kendi sahamızda bir deplasman olacağına kesinlikle inanmıyorum. İlk etapta kendi taraftarımıza, Austria Wien seyircisine çok inanıyorum. Onlar bizi çok ateşliyor, çok destekliyor. İyi günde, kötü günde her zaman yanımızdalar. Deplasman için tabii ki bizim için tarihi bir olay olacak. Öyle atmosferlere biz Austria'da alışkan değiliz. Orada bizi bir tabiri caizse cehennem bekliyor. Oyuncularıma bunu hazırlamak istiyorum. Ama öncelikle ilk hedefimiz yarınki maç, kendi seyircimiz, kendi sahamız. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass da morgen ein Spieler zurückkommt, der 90 Minuten spielen kann. Sakatlık listemiz epey uzun. Yarın içinde bu listeden takıma katılabilecek oyuncunun olduğunu sanmıyorum. Gibt es noch eine weitere Frage oder ist alles beantwortet? Başka sorular var mı? Ich sehe jetzt keine Handzeichen mehr, dann sagen wir Danke an die Medienvertreter, danke an die Zuseherinnen und Zuseher von Viola TV. Wir freuen uns alle schon sehr auf den großen Europacup-Abend am Donnerstag um 21 Uhr im Viola Park. Bis dahin noch einen schönen Mittwochnachmittag. Ciao. Teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Wirklich so viel geredet, wie du was jetzt hast.